Ja, meine Freunde, heute wieder ein kleines Video zu einem Thema, das ist sehr, sehr wichtig für uns alle natürlich ist. Es geht um das Thema Vergebung. Und mit dem Vergeben ist es ja erstmal wie mit dem Loslassen. Sie kennen vielleicht diese Geschichte von einer Frau, die in Amerika auf dem Land lebt und eines Tages kommt beim Sheriffbüro ein Anruf an und die Frau sagt, also da baden junge Menschen vor ihrem Haus im Fluss nackt, ja. Und der Sheriff kommt, der sagt den jungen Leuten, also du musst ja nicht hier baden, geht halt 1 Kilometer weiter. Am nächsten Tag kommt ein Telefonat, die Frau ruft an und sagt, ja, die baden wieder nackt da, jetzt 1 Kilometer weit weg. Dann geht er hin und sagt, mei, geht halt, das Land ist weit, geht 5 Kilometer weg. Am nächsten Tag kommt die Frau, beschwert sich, dass die Jugendlichen dort 7 Kilometer weit entfernt von ihrem Haus im Fluss baden, geht der Sheriff zu der Frau und da steht sie mit einem Fernglas am Fenster und sucht die nackten Jugendlichen. Und so ist es natürlich mit vielen Dingen, die in uns passieren. Wir haben unsere Themen. Das ist jetzt vielleicht nicht das Nacktbaden von Jugendlichen, die wir nicht loslassen, die uns verfolgen, die an uns haften. Und wenn man klug ist, dann merkt man irgendwann, ja, ich habe da einer Person nicht verziehen, die vor langer, langer Zeit mir begegnet ist. Ich habe meine Perspektive auf die Dinge und ich tue mir selber nicht mehr gut, wenn ich nicht vergeben und verzeihen kann. Ich habe selber neulich erfahren, wie wichtig Verzeihen und Vergeben ist. Ich hatte einen Traum und in dem Traum bin ich einem kirchlichen Oberen, mit dem ich vor 35 Jahren zu tun hatte, begegnet. Es war im Traum eine belanglose Szene auf einem Parkplatz und ich habe einen kleinen Moment mich mit dem Mann unterhalten und es war einfach nur ein freundliches Gespräch. Ich kann mich auch gar nicht mehr an die Details in diesem Traum erinnern. Und ich hatte den Eindruck, diesem Mann geht es gut und ich habe mich tierisch darüber gefreut. Und im Grunde ein belangloser Traum, aber was er mir gezeigt hat, ist, dass da in mir sich was gelöst hatte. Ich habe eigentlich über Jahre nicht mehr an diese Person gedacht. Die Situation selber war für mich auch bereinigt. Aber in dem Moment, wo ich diesen Traum hatte, habe ich gespürt, dass vor diesem Traum noch eine Anhaftung an negativen Energien war. Ich habe über Jahre nicht mehr bewusst dran gedacht, aber ich hätte jetzt auch nie irgendwie bewusst eine Übung gemacht, um diesen Menschen zu verzeihen. Er hatte einfach in meinem jetzigen Leben keine Bedeutung. Aber irgendwo diese negativen Energien, die damals in diesen Konflikten mit diesen Menschen in mir sich angehäuft haben, waren irgendwo noch in meinem Bewusstsein gespeichert und nicht gelöst. Und durch diesen Traum hat sich etwas gelöst und ich habe das als eine freudige und positive Energie gespürt, die mir auch wieder geholfen hat, noch offener auf andere Menschen zuzugehen. Ja, jetzt ist aber natürlich die Frage, wie können wir diese Verzeihung auch machen, wenn wir jetzt wissen, wir haben einen Menschen nicht verziehen. Also als erstes möchte ich ihn ganz, ganz dringend ans Herz legen. Wenn es nicht gelingt, dann verzeihen Sie sich selber, dass Sie nicht verzeihen können. Ja, es ist manchmal noch nicht der Zeitpunkt, da loszulassen. Manchmal muss man auch die Energien, die man gegenüber einer Person hat, die jetzt eigentlich keine positiven Gefühle waren, aber die uns helfen, uns zu schützen, erstmal würdigen und positiv wahrnehmen. Man darf auch einmal zornig sein. Man darf auch, wenn man verletzt ist, auf Distanz gehen. Und wenn Sie dann diese Zeit verstreichen lassen, die man normalerweise braucht, um überhaupt
die Freiheit zu gewinnen, loszulassen, dann ist es eventuell Zeit für diese Übung. Und wenn Sie merken, es sind ganz schwere innere Konflikte, die Sie mit vergangenen Menschen noch immer haben, wo Sie einen Zorn in sich spüren über Jahre, der nicht nachlässt, dann suchen Sie einen Fachmann auf. Da gibt es ein Coaching-Verfahren, da gibt es Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Dann ist es für Sie alleine vielleicht zu schwer. Und eine gute Möglichkeit, um einen Menschen zu vergeben und zu verzeihen, ist, wenn Sie erstmal sich in einen ganz positiven, friedlichen inneren Zustand bringen. Kann einem eine Erinnerung an eine Landschaft helfen, in der man sich aufgehalten hat, der man glücklich und frei war, an eine spirituelle Erfahrung in ihrem Leben, wo sie sich erinnern können, ein spiritueller Ort, ein Ereignis, wo sie voller Liebe, voller innerer Harmonie waren, oder wenn sie zum Beispiel schon bei mir in Sitzungen waren, wenn sie diese tiefen Chorzustände, die in jedem Menschen sind, von Einheit, von Liebe, von Frieden, das ist bei jedem verschieden, den ich dorthin geführt habe, aber wenn Sie in diesen Zustand gehen und wieder spüren, wie Ihr Ganz Sie erfüllt, und dann wenden Sie sich innerlich der anderen Person zu. Manchen Leuten hilft es, ein Foto zu nehmen, manchmal hilft es, sich einen Gegenstand zu nehmen, der die andere Person repräsentiert, und sagen Sie mit Namen, wenn Sie ihn wissen, aber meist weiß man ihn ja bei Menschen, die einen sehr verletzt haben: Ich verzeihe dir. Und drücken Sie es so aus: Ich verzeihe dir von ganzem Herzen, ich vergebe dir, wie immer Ihre Sprache da ist. Sie können es innerlich sprechen, und für manche Menschen ist es auch wichtig, das äußerlich laut auszusprechen. Und der nächste Schritt ist, wenn Sie jemanden verziehen und vergeben haben, dass Sie ihn segnen. Ja, segnen, das kann für jemanden, der jetzt nicht spirituell gebunden ist, ein positiver Wunsch sein. In vielen asiatischen Kulturen oder schamanischen, bei indigenen Heilern, findet man das, dass man den anderen in einen tiefen Glückszustand wahrnimmt, in einen tiefen Glückszustand sieht, mit positiven Wünschen ins Leben, ins Zukünftige schickt, ins Weitere. Oder christlich, dass man wirklich spürt, wie eine positive Energie von den Händen, vom Herzen, von einem in den anderen hineinfließt und diese positive Energie eben diese Segenswunsch ist, dass dem anderen im Leben so viel Gutes wie möglich widerfährt. Und dann gibt es etwas, was sehr, sehr hilfreich ist und sehr förderlich, ist, sie bedanken sich bei dem anderen, dass er ihnen eine Lernerfahrung gegeben hat. Ja, es ist ja im Grunde nichts schwieriger, als zu erkennen manchmal, was man in solchen Situationen lernt. Aber über Jahre habe ich festgestellt, wenn man oft nach sehr, sehr langer Zeit zurückschaut, dass man aus jeder Situation etwas gelernt hat. Und dass einen jede Situation in dem Moment, wo man sie vergibt und verzeiht, jede vergangene Situation auch einen Weg zur eigenen Persönlichkeit eröffnet. Das ist auch der Grund, es gibt Techniken, Menschen sich die Vergangenheit vorzustellen, und sie können bei Menschen negative Erfahrungen aus der Vergangenheit gewissermaßen rauslösen. Und es gibt dann wirklich Fälle, ich habe das vor allem mit US-Amerikanern schon sehr oft gemacht, die haben dann wirklich auch keine Erinnerung an das Negative, was da einmal war. Man muss sicherstellen, dass die positive Lernerfahrung einen Menschen weiter begleiten, aber man kann das bei Menschen, gerade aus den USA, die oft sehr zukunftsorientiert sind, die mit ihrer Vergangenheit nicht so ihren Persönlichkeitskern, wie wir Westeuropäer das machen, verbinden, da kann man das sehr gut machen. Aber ich habe noch nie einen Europäer erlebt, der, wenn man ihm gesagt hat, soll ich das ganz aus deiner Vergangenheit löschen, das Ereignis, der gesagt hat, ja,
lösche es, sondern die, wir wollen immer auch sozusagen wissen, was uns zu der Person gemacht hat, die wir heute sind. Und was man aber bereinigen kann, sind die negativen Erfahrungen, und da hilft oft schon diese Dankbarkeit zu sagen, ja, das hat mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Ja, und das Letzte ist dann dem anderen auch zu sagen, dass man ihn wertschätzt, dass man weiß, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass man erkennt, dass dieses Band der Liebe, das zwischen allen Wesen auf dieser Erde existiert, auch einen verbindet. Und man geht nochmal in dieses Gefühl einer tiefen Liebe und Zuneigung zur anderen Person hinein und versucht, das zu aktivieren. Ja, diesen Schritt, diese Schritte, die kann man mit mehreren Personen machen. Fangen Sie nicht mit der schwierigsten an, sondern eher mit einer, wo es leicht geht, wo es spielerisch geht, und gehen Sie dann, dann können Sie das immer mehr verstärken. Ja, diese Übung, die habe ich von einer, der Frau eines meiner tibetischen Lehrer, von der Frau von Daktsai Tulku mal mitgeteilt bekommen, und er selber war jahrelang in einem Konzentrationslager der Chinesen. Und ich nehme an, dass diese Frau diese Übung so gut konnte, weil er diese Übung und ähnliche praktiziert hat, um das, was ihm dort in diesem Konzentrationslager, ihm und seinen Landsleuten angetan worden sind, die waren zu dieser Zeit sehr extrem. Es gab Vernichtungslager, wo von 15.000 Tibetern nur 10 rausgekommen sind. Gab es was zu verzeihen, und dieser Mensch hat das selber vorgelebt und hat eine positive Zukunft für sich und andere ermöglicht und den Geist des Mitgefühls von Bodhicitta, wie es im Buddhismus heißt, im Tibetischen, anderen Leuten nicht nur gepredigt, sondern vorgelebt in exemplarischer Weise. Ja, auch Dank an diese große Frau und diesen großen Lama und Meister, und Ihnen alles, alles Gute, und diese Erfahrung von Bodhicitta, von Mitgefühl, das Ihnen zuteil wird, das Sie aber auch an andere Menschen weitergeben. Bis zu meinem nächsten Video, Ihr Matthias Möller.